Hallo und herzlich willkommen, seid gegrüßt, einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch. Ja, haha, wir sind also hier im Pendeltempel, haben ja eine Steinplatte gefunden, die den Wächter des Pendeltempels irgendwo am Eingang herbeiruft. Ich habe ein Ornament gefunden und das aktiviert und hier sozusagen bin ich jetzt wieder hier im Land der Riesenpilze oder was oder wie oder was. Uiuiuiui, da ist ja gleich so eine Gastrone da. Sumpfgastrone. Okay, die ist jetzt hin. Aber die könnte ich auch im Nahkampf. Ich bin ja giftresistent, meine Herren. Oh, das riecht aber muffig. Das riecht nach Pilze. Ah, weißer Fliegenpilz, wie das aussieht. Zup, zup, zup. Okidoki. Das ist ja eine Fantasiewelt hier. So surreal ist jetzt hier. Hier geht's auch noch runter. Ich speichere mal. Das wird bestimmt runtergehen, so wie ich das mir mal so denke. Nur weiß ich jetzt nicht. Ja, das geht runter. Genau richtig, da wo die sind hier. Ja, Sumpfgrasdröhnchen. Und ein Waldgolem. Mhm. Waldgolem. Komm doch mal. Komm doch mal. Ich mache Sägespinne aus dir. Ah! Oder er macht. Ne, gut, okay. Das ist doch kein Problem für den Roland. So, dann haben wir noch die Sumpfgasdrohne, die sich hier gut versteckt. Oh, sieht man kaum. Ja, die Brücke. Also bevor ich hier ganz runter gehe, gehe ich lieber nochmal hoch. Oder ist das... Nee, Quatsch. Das ist ja nur ein kleiner Teil. Eine Fleischwanze? Ja. Lang nicht mehr gesehen, hallo Fleischwanze. Okidoki. Oder es geht hier noch irgendwie... Weiter? Nee, das ist, das ist eine Zwischenanhöhe, so wie ich das sehe. Hier geht es noch weiter. Jetzt auch wieder hoch, oder? Ja. Nochmal weitersuchen. Oh, die Pilze, Hilfe! Wer hat denn die Pilze gemacht? Waren die schon vorher da? Naja, es ist ja fast wieder Pilzezeit gewesen. Ja, dich habe ich schon. Okay, das ist so ein kleines Gebietchen, Arealchen. Okay, alles sehr löchrig hier. Trotzdem gehe ich noch mal hoch, kurz über die Brücke gucken, damit ich mir eine Vorstellung machen kann. Noch so eine Fliege hier. Eine wilde Fliege. Damit ich mir etwa ein kleines Bild machen kann, wie es hier denn weitergeht. Das geht hier so, ja genau, die Brücke meine ich, die Brücke. Okay. Alter. Ich glaube, das ist riesig groß. Roland im Wunderland. Hauer, hauer, hauer. Also da ist mal wieder hier absolute Meisterleistung geleistet worden. Aua. Stinkmorcheln? Sehen aber nicht so aus. Ne, ich rieche auch nichts. Sehr gut. Okay. Sag mal. Das ist ja mal eine ganz andere Art. Eine ganz andere Geschichte hier. Und sehr abwechslungsreich gemacht, finde ich. Das ist immer ein bisschen so, na, wie soll ich sagen? Roland im Abenteuerland, ne? Okay, ich glaube, das war jetzt für die Geschichte. Also gehen wir doch noch runter und dann geht's unten weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay. So, wo war denn jetzt hier nochmal das Ding? Wer ging ja da weiter? Nee, oder auch nicht. Ne, bin ich jetzt total blöd? Oh, die Pilze machen mich echt... Kaputt, Nick. So. Hä?
Es ging doch hier weiter, oder nicht? Ach, hier. Oh. Der große Pilz hat natürlich die Sicht verschirmt mit seinem Schirmchen. Ach ja. So, okay, dann haben wir hier wieder was. Hier ist nichts. Liebe Freunde, schaut euch das mal an hier. Du sollst die Waffe ziehen und... okay, eben mal schnell. So, du bist... Du bist... Na. Okay. Hauer, hauer. Also für Pilzhasser ist dieses Spiel nichts. Also für Leute, die überhaupt keine Pilze mögen. Und da gibt es relativ viele, oder kenne ich auch relativ viele. Nee, das ist nicht so pralle. Und dieser Gammelpilz dazwischen. Gute Idee. Ein bisschen Pilzkunde hier. Naja. Nee. Brauch. Oh, was ist denn das für ein Gerät? Was war das jetzt für ein Gerät? Hören Sie mal. Kommen Sie hinter mir her? Nee, schnell speichern. Da bin ich aber mal gespannt, was das für ein Gerät da war. Das sah aus wie... Wieder ein Steingolem? Hier, da ist es. Doch, ein Kristallgolem. Ich wollte es fast sagen und bin nicht aufgedingst. Warte mal, warte mal. Der ist ja gut. Der ist gut zu... Ja, wunderbar. Der kommt da nicht hin. Kann ich nicht von hier oben? Nee. Okay, im Sprung vielleicht mal. Nee, geht nicht. Gut, okay. Kristallgolemchen. Dann kriegst du nochmal einen Stich in deine kristalline Struktur. Okay. Oh, sorry. Die Kamera ist natürlich jetzt hier in dieser Stellung ein bisschen zu nah dran gewesen. So. Ein Kristallgolem. Was ganz Neues. Ja, diese Golems haben immer die Angewohnheit, bei den letzten Schüssen wirklich erschwerlich zu... die Lebensbalken zu reduzieren. Was hast du denn? Herz eines Kristallgolems um 5-mal Bergkristall. Oh, schön. Ich dachte echt, das wäre jetzt nur so eine Flavortextur, die da war. Oder hier, man kennt ja überall diese kristallinen leuchtenden Strukturen. Also liebe, gute Güte. Liebes Team, wunderbare Arbeit. Also da gibt's nichts. Herrlich. Ja, Roland hatte einen Traum. Nachdem er einen Joint geraucht hat namens Traumruf. Also hier geht's nicht weiter, okay. Ist er in dieses Land hineingezaubert worden. Im Land der Riesenpilze, Kristallgolems und... Oh! Das wird jetzt ja wieder ein bisschen... Ja. Jetzt wird es ein bisschen Hakelitsch abgespeichert, habe ich ja. Boah, Glück. Okay, nochmal. Utsch, und noch so ein Golem sieht da unten. Okay, nochmal neu einladen. Okay, neu eingeladen. Jetzt stehe ich wieder hier an dieser Stelle. Und es geht bereits wieder weiter in dem Film. Liebling, ich habe den Roland geschrumpft. Ja, diesmal hat es geklappt. Sehr schön. So, was haben wir hier noch? Sumpfgolem? Waldgolem? Sumpfgastrone! Okay, die kann mir nix. Aber dahinter ist ja noch so ein Waldgolem. Machen wir den mit der schönen Axt fertig hier. Da müssen wir aufpassen, dass wir hier nicht... Okay, na, ich kann nicht rennen. Das ist wieder so ein... Wermutstropfen. Aber da ist das Ganze ja schon. Eichern. Dann schauen wir doch mal in unsere Bewaffnung hinein. Und zwar... Habe ich vielleicht noch was Brennbares? Oh, weia. So, wo sind jetzt meine ganzen Pfeilchen? 40 normale Bolzen. Ui, Giftpfeile, noch ganz viele, ein bisschen. Eispfeil, Schmetterpfeil, 30 geschärfte Pfeile. Naja, nicht so pralle. Also muss ich mal wieder ein bisschen so Feuerpfeile und
Sprengpfeile machen. So. Dann. Ein Waldgolem in der Höhle. Okay, wir haben ja schon ein Kristallgolem angetroffen. Vielleicht gibt es ja auch einen Pilzgolem. Wird mich nicht wundern. Ach ja, das ist wieder der, der noch ein bisschen nach hinten zurückgeht. Das ist ein bisschen besser und ein bisschen gut. So, pass auf, jetzt habe ich eigentlich nur noch zwei. Eins. Jetzt. Ah, diesmal ging es doch ein bisschen schneller. Okay, gib mir all dein Holz. Ich und mein Waldgolem Holz. Holz. Hier, so wieder Stinkmorcheln hier. Oder die Sporen gerade ab. Das kann auch sein. So, wie geht's denn hier weiter? Oh, das geht da ganz steil runter. So. Oh, das geht aber tief runter hier. Ach Gott. Na, dreh dich um. Normalerweise mal One-Shot und jetzt Triple-Shot. Okay. Wow, wieder eine Fleischschwanze. Ich habe mir mal angewöhnt, die Fleischschwanzen immer mit den Füßen zu zertreten, aber... Ups. Die trifft man noch nicht mal, ne? Erst beim zweiten Mal. Ich war doch ziemlich nah dran. Okay. Was verbirgt sich hier? Ah ja, ein Waldgallentäubling, das kennen wir. Ach, da hinten ist eine Morchel. Oder ein Trauma. Nee, eine Waldmorchel. Okay. Ups, da hinten ist noch so eine Fleischschwanze. Kaputt. Und jetzt lassen wir mal hier die Drohne auf zu drohnen. Nee, die kann mir ja nichts, das ist gut. Okay. Wunderbar. Wanzenfleisch. So, jetzt lichtet sich das hier wieder. Und dann haben wir wieder hier eine Giftfliege. Und tschüss. So, gucken, ob es hier noch was gibt. Nope. Na, komm doch mal an hier. Also das ist echt... Das ist mir zu grün. Ruben Rod in dem Film. The Fifth Element. Also das fünfte Film. Fünfte Element, sag ich mal. Mit Bruce Willis und Jovovich, wie sie heißt. Dann gibt's auch diesen Moderator. Das war ja wieder so ein Kristallgolem. Moderator namens Ruben Rod und na, wie war ich? Grün! Supergrün. Also das ist echt ein cooler Typ. Jetzt pass auf, jetzt gehe ich mal einfach hier rein. Gucke, ob der durchkommt. Oh, er kommt durch. Er kommt durch. Er kommt durch. Okay, er kommt durch. Und jetzt versuche ich es doch mal hier irgendwie. Ah ja, okay. Okay, gut, okay. Ein paar Schläge habe ich einstecken müssen. Ach ja, weil das alles sehr grün gehalten ist. Okay, weiter geht's. Und dann wollen wir mal gucken, ob ich, habe ich denn noch... Ja, haben wir noch. Mittlere Wunden zu heilen. Schön. So, jetzt mal ein bisschen Blau ins Grün bringen hier. So, da hinten geht's wieder eine Brücke oder was ist das für ein Gestell? Ah ja, mit Leiter. Mhm. Okay, Sprecher. Wow. Nur noch irgendwas hier verstecke da. Ja, eine Fleischschwanze. Gut, okay. Fleischschwanze war mal. Da hinten ist noch eine. Also ich weiß nicht. Das ist alles so, sieht einfach so einfach. Das sieht so einfach aus, aber ist es nicht. Ich hatte ja schon mal irgendwie eine Folge gehabt, wo das so smooth war. Also so. Okay, hier kommen wir nicht hoch. Wo ich die ganze Zeit dachte, boah, das ist ja easy zu machen. Und dann kam es aber knüppeldick. Und ich vermute das hier auch, dass es irgendwann mal knüppeldick kommt. Ja. Okay. Aber da oben wird es ja noch grüner. Okay, jetzt nochmal hin. Ah.
Kann man denn da irgendwie rüber hüppen? Hm. Muss ich mir das von oben angucken. Okay. Aha. Sehr komisch. Ich speichere mal ab. Denn diese Plattformen sind ja nicht ohne Grund da irgendwie inmontiert worden. Komm. Zack. Okay. Okay. Sind was auf dieser Plattform eventuell drauf oder versteckt unterhalb? Oh, oh, oh! Sag mal, kannst du denn diese Dings nicht? Roland! Okay, jetzt bin ich hier drauf. Ja, nee, das bringt nichts. Falle. Vorsicht, Falle. Vorsicht, Falle ist gut. Gucken wir mal, ob wir hier hochkommen. Ja, haha. So, das heißt, dann könnten wir hier auch wieder hochkommen. Ja, das ist gut. Okay. Wunderbar. Dann geht's wieder zurück. Wow, wow, wow. So, und dann hier rum. Was haben wir denn hier? Was bewegt sich hier? Hey DJ, mach mal Mucke. Moment. Da ist sie. Heute auf dem Plattenteller Roland the DJ. Sieht gleich aus. War ich denn hier schon mal oder was? Oder wieder was? Ja, war ich. Das ist jetzt die falsche Richtung. So, mal gucken. Ach ja. Hä? Da ging eine Leiter, da ging die Brücke. Wir müssen ja runter. Dann gehen wir hier runter. So. Ja, ich bin noch ein bisschen euphorisch wegen gestern. Gestern hatte ich Premiere gehabt. Und zwar hatte ich... ja, das blende ich für euch ein, dann nachher ein. Also oben in der Info, in der Infobox, wie das mal so schön heißt. Ich habe nämlich ein neues Gothic angefangen. Gothic sagt man ja nicht. So, jetzt sind wir wieder hier. Wieder ist gut. Ja, das sind aber hier die Plattformen von unten, die ich vorher unten gesehen habe. Weil da oben ging es doch nicht weiter. Nur, dass es runterging. Da war der Kristallgolem. Ja, super, klasse. Also, Leute. Ich glaube, ich muss mal im Off weitersuchen. Um zu gucken. Nee. Kenne ich das hier schon? Aua. Ja, ich kenne das hier schon. Ich muss irgendwie im Off weitersuchen, um irgendwie hier noch einen Ansatzpunkt zu finden, wie ich weiterkomme. Hier komme ich es irgendwie nicht. Bis dann. Und hier eine wichtige Mitteilung für unsere Zuschauer. Besonders für die Zuschauer, die sich mal so öfter vor die Stirn klatschen, nicht wahr? Habe ich mal den Geschwindigkeitsring abgenommen. Und ja, ich habe im Off nochmal gesehen, bin wieder runtergegangen, da wo der Schirm die Sicht ein bisschen versperrte. Wie erwähnt, und da war doch hier an der Seite irgendwie so ein ganz schmaler Pfad, der so gar nicht, weil alles so grün ist. Hier, da, zack. Auf diesem schmalen Ding muss ich entlang laufen. Genau, das machen wir mal ganz vorsichtig. Hoffentlich bricht das Ding nicht ab. Oh. Nicht nach unten gucken. Wird dir noch schwindelig. Ah, Roland schafft das. Oh, 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 oh. Ui, 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 ui.
Also das ist ja echt sehr, sehr... Oh. So. Jetzt sind wir hier bei den Knollenblätterpilzen. In Rot. Fliegenpilz auch genannt. Hier gibt's nichts. Außer... Jetzt wird's wieder übelst. Ja? Und nu? Und nu? Und nun stehe ich da im Gummischuh oder was? Gucken, vielleicht komme ich irgendwie hier weiter. Nein. Ja, toll, das war nur ein Seitenabstecher oder was? Da unten geht's auch nicht weiter. Oh, diese Pilze bedröhnen mich. Oder besser gesagt den Roland. Ja, okay. Ja, ja. Wo war denn jetzt die Brücke? Da. Wirklich. Leute, okay, dann werde ich mich mal hier ein bisschen in die Mitte positionieren. Um zu gucken, wie es dann weitergeht oder wie ich hier weiterkomme. Also ich glaube, ich mache es ganz anders. Und zwar werde ich die Sache von unten angehen. Und zwar, ich muss mir noch einen Spruch anlegen. Und zwar die der Blutfliege. Und dann, falls ich runterfallen sollte oder irgendwo etwas denke, wo ich hinfliegen könnte. Von hier oben aus gesehen. Zum Beispiel hier, da könnte ich ja runterfliegen. Ja, das ginge. Mal. Hier ist keine Möglichkeit. Ah, ich glaube, ich komme hier nicht weit. Also ich werde in dieser Folge garantiert hier das Ding noch nicht durchforstet oder durchforscht haben. Okay, dann setze ich jetzt mal hier runter. Du sollst... Oh, jetzt bin ich ganz unten. Hat nicht geklappt. Da ist wieder so ein Golemsee. Ein Kristallgolem. Ja, ich glaube, ich mach's mal von unten weiter. Ich hoffe, dass das in eurem Sinne ist. Jedenfalls ist es in meinem Sinne. Muss ich wieder diese Waffe umwechseln. Das ist ja noch so ein alter Gothic-Bug. Okay. Na. Na, das ist aber schwierig jetzt hier. Hallo? Wieso ist das so? Ja, okay. Guck mal, wo es hier weitergeht. Denn wenn wir erstmal ganz unten sind, dann habe ich auch, glaube ich, bessere Übersicht. Denn nach unten geht's ja immer, liebe Freunde. Dank der Gravitation. Okay, hier wird nichts mehr sein. So, nehme ich dich jetzt auch mal aufs Korn. Okay, jetzt wieder endlich wieder ein bisschen Action. Und mein Geschwindigkeitsring ange... So. So wird daraus ein Kristall. Genau. So, war nicht hier unten auch noch so ein Waldgolem? Beischwanze hier. Supi. Und noch so ein super, super Kristallkühlämmchen. Ja, der erinnert mich so an meine Jugend, dieser Kristallgolem. Als ich noch selber Kristalle gezüchtet habe. Kann man ja machen. Ganz simpel, ganz einfach. Ihr nehmt Wasser, warmes Wasser am besten. Kippt gar ganz viel Salz rein, bis dann die Lösung gesättigt ist. Okay, hier war ich ja schon.
Und dann haltet ihr einen Baumwoll-Zwirnsfaden da rein. Ist ja auch noch hier der schöne Waldgolem. Natürlich nicht am Zwirnsfaden, sondern den wickelt ihr am besten auf den Schaschlikspieß und dann legt ihr das übers Glas und dann kommt das an eine ganz ruhige Stelle, wo keine Bewegung ist. Am besten, wenn es dunkel ist und hochgelegen. Und dann wartet ihr ein paar Wochen und habt ihr schönen, dicken, viereckigen Salzkristall. Ach, ich vergaß. Am besten, ihr nehmt kein Leitungswasser, sondern destilliertes Wasser. So, zieh deine Waffe doch mal richtig hier. Oh, oh, großer Waldgolem? Ich wundere mich schon, warum der so riesig ist. Oh weia. Ihr habt den bisschen hier, ja wie schon sagt, ihr Liebling, wir haben den Roland geschrumpft hier, oder was? Er kommt zum Glück nicht zum Ausholen, jedenfalls bis jetzt noch nicht. Boah, ist der riesig, Leute. Okay. Na? Jetzt, Hörtle. Ja, so zerbröseln halt eben mal die Äste. So, 6 Holzscheiben, 3 Baumstämme, auch gut. Oh Gott, hat er hier Pilze an seinen Ästen? Ja, das ist der Hammer. Das Spiel ist echt der Hammer. So, und jetzt wird's wieder dunkel. Das war der kristalline Golem. Jetzt geht das hier irgendwie weiter. Hallo, ich bleib hier hängen. Und es ist zu dunkel, liebe Freunde. Ich werde mal eine Runde schlafen. Und dann verschiedenes Artefakte. Da bist du, ja. Dann gucke ich auf meine Uhr hier. Hm, okay. Minütchen oder zwei. Die ein bisschen besser was sehen können, richtig. Okay. So, wenn es nämlich hier irgendwo weiter ginge, geht er überall weiter. Wo war denn das? Hier ging es irgendwie weiter oder ist das eine Sackgasse? Kann ja sein, dass unten irgendein Ausgang ist. Nee, ist er nicht. Okay. Also, ja, das warst du von eben. Ach, Jächen. Halte ich mich jetzt ran? Am besten hier, gehen wir mal hier lang. Ups. Kaputt. Eingesteckt für Snaff. Snaff. Wenn man ihn auch nennt, noch was für Snaff. Oh, da hinten ist irgendwas mit einem See oder sowas. Ja, liebe Freunde, einen machen wir noch kaputt. Dann war es das für die Folge. Dann bedanke ich mich herzlich für das Zusehen und wir sehen uns dann halt eben am nächsten Tag wieder, sofern ihr mögt. Also bis später. Tschüss.